Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer parapsychologischen Rede mit dem Ziel, diese zu erklären, damit ihr auch ein bisschen versteht, was wir hier auf den Untersuchungen versuchen und wie das alles funktioniert. Heute mit dem Thema Smartphone. Gut, Smartphone, das ist, gebe ich zu, massiv weit gefasst. Woran denkt man als erstes, wenn man an Smartphone denkt, außer an Kommunikation? Weil du könntest auch Handy sagen können. Klar, man denkt an Apps, also Applications, Anwendungen, sprich irgendwelche Dateien oder Programme. Auch das, gebe ich zu, ist noch sehr weit gefasst. Und jeder, der schon mal irgendwelche Videos im Internet geschaut hat, weiß, steck's mal weg, ich finde es irgendwie gerade in der Hand störend, weiß, dass es ein Problem gibt mit diesen ganzen Geister-Apps. Ich möchte jetzt ein paar anreißen. Ich kenne mit Sicherheit nicht alle. Aber wir haben schon im Vorfeld jetzt einige Versuche gemacht. Und naja, ich möchte euch gerne sagen, welche funktionieren und welche nicht. Wobei ich euch im Thema, welche funktionieren, wahrscheinlich enttäuschen muss, weil mir fällt gerade nichts ein. Okay, ich sage euch aber, was wir gemacht haben, was wir getestet haben, wie wir dazu stehen und warum wir Apps deswegen nicht einsetzen werden. Quasi warum die These, es gibt Apps, die uns bei der Geisterforschung helfen, falsifizieren können. Ich fange mit den Schlimmsten an. Es gibt eine, ich sage mal, Kategorie an Geister-Apps, obwohl ich das schon als komische Kategorie empfinde. Egal, es gibt eine Kategorie an Geister-Apps. Dies nennt sich Ghost Finder, Ghost Hunter, irgend sowas in der Richtung. Gibt es mehrere verschiedene, die teilweise ihren Namen wechseln. Manche verschwinden relativ schnell aus den Stores, manche bleiben da lang, werden nicht genutzt, manche werden regelmäßig genutzt. Ich muss gestehen, von denen, die wir getestet haben, kann nichts irgendwie einen wissenschaftlichen Bestandskraft aufweisen. Es hält einfach eine Überprüfung nicht stand. Und ich erkläre euch mal kurz, wie das Prinzip der ganzen ist. Die variieren von Typ zu Typ ein bisschen, aber im Prinzip passiert Folgendes. Man öffnet die App und sagt, hey, mit dieser App kannst du einen Geist finden. Das Messprinzip wird nicht erklärt, auch nicht, wenn man sich in die App-Details schaut, beziehungsweise da steht es so ein bisschen kryptisch, so nach dem Motto, ja, es werden Energien gemessen und dann wird geschaut. Was sie aber in der Praxis machen, ist Folgendes. Es gibt zwei Varianten. Variante 1, die haben einen Timer, oder Variante 2, die legen eine von euch in der Nähe befindliche Koordinate fest. In der Nähe ist wirklich ein paar Meter entfernt. Und je nachdem, was man hat, passiert Folgendes. Es gibt dann in der Regel eine Leiste, die ansagt, wie weit man oder wie nah man an einer Entität ein Geist sein soll. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Die Variante mit der Zeit ist, dass dann in gewissen unregelmäßigen Abständen quasi ein Zufallsfaktor passiert. Es scheint zumindest zufällig zu sein. Und zu dem Prozentwert, 100% heißt dann, man hat einen Geist gefunden, Prozente addiert oder subtrahiert werden. Das lässt sich bei den Apps ganz gut testen, denn man kann einfach nur rumstehen, ohne dass was passiert. Gut, man könnte daraus schließen, warum ist das jetzt Quatsch? Vielleicht nähert sich ja diese Entität. Kommen wir gleich zu, warum das Quatsch ist, aber auf jeden Fall gibt es diese, wo es keine Beeinflussung unsererseits als Mensch nötig ist, dass sich die Prozentwerte erhöhen. Und die erhöhen sich immer. Die gehen teilweise manchmal runter, aber in der Summe erreichen sie früher oder später 100%. Bei den zweiten, bei diesen mit den Koordinaten, ist es wie gesagt so, da wird ein Koordinat festgelegt, da hinten, das sieht man nicht, aber man läuft rum und man sieht quasi, der Pegel oder der Prozentwert erhöht sich und wenn man dann irgendwann diese Koordinate erreicht, hat er 100%. Jetzt kommt das, wo diese Apps quasi identisch werden, wie gesagt, bis auf Details, ja, aber identisch werden und sagen, hey, wow, du hast einen Geist gefunden. Bei den einen oder bei manchen davon ist es so, da hört man dann ein Lachen, ein Stöhnen oder man kriegt eine Interferenz auf dem Display. So, dann gibt es noch eine Erweiterung, oder was heißt eine Erweiterung, es gibt manche, die haben dann noch eine zweite, eine Gesamtleiste. Und wenn man einmal dieses 100% Ereignis getriggert hat, füllt sich die ein Stück. So, das heißt, was passiert, wenn die ganz gefüllt ist, sprich, wenn man mehrmals eine gewisse Zeit abgewartet oder eine Lokalität gefunden hat und dann diese Leiste 100% erreicht, dann heißt es Glückwunsch, du hast einen Geist gefunden. Und dann kommt eine Auswertung. Und je nach App stehen da die tollsten Dinge drin. Also meistens heißt es, man soll einen Namen geben, mancher steht auch schon im Name da. Geschlecht, Alter, Gewicht, Körpergröße, wann er geboren ist, woran er gestorben ist. Wenn er den Tod ist, muss er ja eigentlich in der Theorie. Ne? Und ja, dann hat man einen Geist entdeckt und kann den meistens speichern. Wir gehen weiter. Ein Geist haben wir. Ich steige schon wieder auf 70 an. 80, 86, 87, 89, 89, 90. Jetzt? Jawohl. Hä? 80. 90, hatten wir mal kurz einen Ausschlag. Aha, hier ist was.
Zimmer 2, 2, 1. Safe. Na, du geh musst doch jetzt den mal. Namen Achso, ich muss geben. den Namen eingeben. Okay, nehmen Fred. Fred. Warum? Zimmernummer? Fred. Oh, 66 Jahre alt, weiblich, gestorben 1631. Boah, dann müssen wir hier auf dem alten Friedhof stehen, oder was? 23. Als Wissenschaftler ist es jetzt schwer, das relativ sachlich auszudrücken, muss ich gestehen. Deswegen verzeihen bitte, wenn ich es unwissenschaftlich sage, es ist natürlich großer Quatsch. Also aus wissenschaftlicher Sicht. Es ist eine schöne Spielerei, das ist für jemanden, der Spaß an sowas hat, an solchen kleinen Apps, quasi, es ist eher wie eine Art Augmented Reality App, in Spielform. Wer Spaß dran hat, das ist was ganz Tolles, es kann auch gruselig sein. Also Beispiel, stellt jemand einen dunklen Raum zu einer Halloween-Party, gibt den das Ding und sagt, hier, pass auf, da ist ein Geist, such den mal. Und dann hört er das. Natürlich durch die Macht der Imagination. Oh mein Gott, ich höre dein Lachen. Da ist ein Schritt. Das Display zittert. Wow, what? Ja, das kann Fun Fact haben. Natürlich merkt dann eigentlich, behaupte ich mal, fast jeder, dass es natürlich nicht richtig sein kann. Die App haben wir in verschiedenen Sachen schon gesehen. Ist egal, ob Wald, Wiese, Flur, Gebäude, Keller, Dach, modern, alt. Spielt keine Rolle. Sie funktionieren immer gleich. Und für so eine App, die dann tatsächlich auch nicht allzu viel Geld kostet und was schon bedeutet, dass natürlich nicht wirklich große Messinstrumente oder Messungen vorgenommen werden können, ist ja auch auf das Smartphone beschränkt, da sind jetzt ja nicht alle Geräte drin, auch wenn die mittlerweile schon gut ausgerüstet sind, macht also keinen Sinn, also verlass dich von solchen Apps nicht reinlegen, wie gesagt, als Spielerei sind die toll, aber als wissenschaftliches Instrument geht gar nicht. Okay, das war die erste Kategorie. Das zweite, was es so gibt, ist die sogenannte Ghostbox-App. Das ist der Versuch der Digitalisierung, also der platzsparenden Digitalisierung eines physischen Gerätes, der sogenannten Ghostbox. Das zum dem Gerät selbst möchte ich später ein eigenes Video machen, aber bleiben wir jetzt mal bei der App und sagen, die macht quasi das. Manche von diesen Apps sind sogar fair. Die schreiben wirklich Ghostbox Simulator. Denn alle, die ihr finden werdet, auch Portal, das sind zwei verschiedene Dinge, die mehr oder weniger zusammengehören, aber auch Portal ist eigentlich Portal Simulator. Beides versucht eigentlich das zu machen, zu simulieren, was diese Geräte in echt machen. Sprich, um es mal kurz zu fassen, wir jetzt ins Detail gehen, die Ghostbox, die scannt Radiofrequenzen ab, macht das hörbar, das ist kein Problem. Und das Portal ist mehr oder weniger eine Art Filter, das dann nur das nimmt, oder nur die Frequenzen nimmt, die moduliert sind, von denen man ausgeht, die sind nicht vom Radiosender. So, wie gesagt, ich will nicht ins Detail gehen. So, ich will schon erklären, warum diese Apps nicht funktionieren und Quatsch sind. Zumindest von allen, die nicht wundern, vielleicht gibt es eine, aber egal, ob die kostenlosen oder die, ja, in Anführungszeichen teuren, mehr als $10, habe ich jetzt auch nicht gefunden und wäre, glaube ich, auch nicht bereit, dafür auszugeben, zum Testen, simulieren das nur. Das heißt, die spielen tatsächlich vorwärts und rückwärts Radiofrequenzen ab, wenn es so eine Ghostbox-App ist, aber das sind keine richtigen Radiofrequenzen, sondern das steht auch in der Beschreibung, also das ist kein Betrug. Steht auch in der Beschreibung dann noch richtig drin, das sind festgelegte, irgendwann mal aufgenommene Radiofrequenzen, die zufällig abgespielt werden und quasi so das Feeling schaffen. Deswegen Simulator. Die Portal-Apps gehen halt einen Schritt weiter und sagen, okay, wir haben da ein breites Spektrum an Aufnahmen und die könnten theoretisch moduliert werden und in unregelmäßigen Abständen gibt das dann, ich sag mal, Fake-Antworten auf Fragen. Das sind keine richtigen Antworten, die sind aus dem Kontext gerissen. Aber es sind halt nur zufällige Geräusche, es sind simuliert. Okay, danke, alles klar. Einfach schon mal lief, okay. Ist hier irgendwer, der was kommunizieren möchte? Nein. Nein, okay. Dann möchte ich mit irgendwen anders kommunizieren. Gibt's irgendwen anders, der was kommunizieren möchte? Hi. Was möchtest du mir sagen? Wie bitte? Wir haben das unabhängig tatsächlich verschiedene Gäste, so in unseren eigenen Wohnungen. Also ich hatte ungefähr nach einer Minute 5 verschiedene Geister bei mir.
bin ganz überrascht. Eigentlich bin ich vom Fach und habe gedacht, ich würde das erkennen. Aber wenn ich jetzt mal böse bin, sage ich, gut, meine ganzen anderen Geräte kann ich wegschmeißen, weil erstens gibt es so eine geile App. Zweitens haben die bisher noch nie was angezeigt, wenn ich die mal kalibriert habe. Denn irgendwann musste ich die ja mal kalibrieren und sehen, ob die noch gut funktionieren. Nein, also deswegen die Konklusion zu sagen, dass diese Apps das sind, was sie so ein bisschen teilweise auch behaupten und teilweise nicht behaupten. Simulation, das ist das richtige Wort dafür. Es ist nur eine Simulation. Es ist quasi nicht echt. Es ist geil für Filmsettings, wenn man irgendeinen Film drehen möchte vielleicht oder wirklich auch zur Unterhaltung, so Halloween-Gag wieder mäßig. Aber es ist an sich Quatsch aus wissenschaftlicher Sicht. Und da wir unsere Beweise nicht fälschen und ihr deswegen höchstwahrscheinlich auch ein paar Videos von uns finden werdet, wo quasi gar nichts passiert, außer dass wir irgendwo rumlaufen, kommt das für uns natürlich nicht in Frage. Das hat null Beweiskraft. Auch wenn der Theorie es möglich wäre, dass diese Sachen manipuliert werden könnten, könnte man sie allerdings niemals von einer echten Manipulation unterscheiden, weil sie ja zufällig abgespielt werden. Und das gibt keine Kontrolle, weil wir können nicht unterscheiden, ist es tatsächlich jetzt eine der gespeicherten Aufnahmen oder eine modulierte Frequenz. Und damit fallen diese Apps mehr oder weniger auch raus. Ja, und das Letzte, was ich euch sagen möchte, da werdet ihr mir höchstwahrscheinlich alle mehr oder weniger ein bisschen böse sein, die begeistert davon sind. TikTok. TikTok als Videoplattform, okay, möchte mich nicht zu äußern, kann jeder halten, was er möchte. Aber es gibt was, TikTok sich ein bisschen rühmt, oder TikTok selbst eigentlich gar nicht, sondern TikTok-User sich rühmt, so ist es korrekt. Und zwar der sogenannte Reality-Ripple-Effekt. Das ist ein Effekt, der ist eigentlich so als Fun-Effekt gedacht. Der verursacht, wenn man jetzt einen Körper oder so beleuchtet, dann macht er einen räumlichen Scan, obwohl ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Das wird mir nicht erklärt. Es ist jetzt nur von unseren Tests, was wir gemacht haben, das, was wir rausgehen. Also er analysiert Körper und Kontrastfarben. Und wenn man sich bewegt, zeige ich das mal hier in einem Videoausschnitt. Apparently this effect will tell you if you have ghosts in your room. Who the hell are you? You don't pay rent, get out! So, wenn man sich bewegt, dann hinterlässt das so eine, ja, ich sag mal, Nachbrennung ist natürlich kein richtiges Nachbrennen jetzt in dem Sinne, aber es sieht optisch halt so aus wie eine verzogene Sache. Was hat das überhaupt mit Geisterforschern zu tun? Ihr werdet öfters mal, und bei TikTok ist es ja seit so einem Monat ungefähr, na, vielleicht sogar seit 2 Monaten im Kommen, Geistervideos damit zu machen. Der Theorie könnte es funktionieren, weil wir haben das getestet. Und wenn man das genauer justieren könnte, kann man nicht. Das kann TikTok wahrscheinlich, aber wir nicht. Oder ich kenne niemanden, der es kann. Dann wird es vielleicht funktionieren, weil das macht ja wirklich Folgendes. Das scannt Körperparts ab und schaut, ob da ein Kontrast ist. So, das heißt, wenn ich schwarz auf schwarz stehe, kennt er das nicht. Der Kontrast muss schon ein bisschen stärker sein und es muss ungefähr wie ein Körper geformt sein. Dann macht er das. So, das heißt, in der Theorie, wenn dann ein für das Auge unsichtbarer, aber tatsächlich vorhandener Lichtreiz wäre, der ungefähr die Form eines Körpers hat, könnte das natürlich eine Kamera aufnehmen und bei der Wiedergabe, bei der Aufnahme, dann könnte TikTok, beziehungsweise dieser Reality-Ripple-Effekt von TikTok, dann tatsächlich natürlich einen Torso sichtbar machen, weil quasi das eine andere Wellenlänge und damit quasi auch einen anderen Kontrast hat. Wir können das uns nur mit unseren Augen nicht vorstellen, weil es halt Wellenlängen wären, die außerhalb des menschlichen Farbspektrums, was relativ eng eingeengt, wo liegen wir da, 450 bis 750 Nanometer so ungefähr, wenn ich mich täusche, auf jeden Fall da ungefähr ist. Und das könnte es dann halt sichtbar machen. In der Theorie, wie gesagt, klappt das. In der Praxis haben wir es getestet. Die Variante, wie TikTok es anbietet, ist nicht ausgereift. Man kriegt haufenweise falsch positive Ergebnisse. Beispiel, ein Stuhllehne. Wir reden jetzt wirklich von einem Stuhllehne, so ein Zockerstuhl halt oder so. Wenn der ein Farbkontrast ist, meinetwegen der ist dunkel auf hellem Grund, zum Beispiel heller Hand, kann von dem Reality-Ripple-Effekt als Körper erkannt werden und diesen Effekt auslösen. Ihr werdet oft Videos finden, wo sowas ähnliches passiert und dann die Leute schreien, oh mein Gott, da ist ein Torso zu sehen, auf meinem Stuhl. Ja und nein. Also ja, man sieht dann einen Torso, aber nein, es ist kein Torso, sondern es ist die Programmierung dieser App.
ist falsch positiv. Und diese falsch positiven Effekte, die gehen sehr, sehr schnell. Manchmal reicht sogar im Ärmel mit einem Stück hiervon noch, so dass ein Torso anfängt, dass man das dann noch erkennt. Es führt also zu sehr vielen falsch positiven Ergebnissen. Es ist denkbar, wie gesagt, dass es auch richtige positive Ergebnisse liefern kann. Wenn wir zum Beispiel diese Variablen ausschalten, sprich nichts, was so eine Form hat und wo kein hoher Kontrast ist, sprich, wenn ich eine Kamera aufstelle mit diesem Radio Ripple Effekt, wobei mir einer meiner Kollegen sagt, das Problem ist wohl, dass die Aufnahme auch sehr kurz ist, muss also permanent klicken, egal. Auf jeden Fall, wenn man diesen Versuchsaufbau hätte, langer Gang, kein Kontrast, und dann hätte man trotz allem diesen leeren Langgang irgendwo, dass man so ein Torso auftaucht, vielleicht sogar sich dann dieser Radio Ripple Effekt bewegt. Das wäre dann schon wieder ein Nachweis, weil dann die Frage ist, wie kommt das? Es gibt allerdings noch eine Schwäche. Es ist sehr entfernungsbedingt. Und da habe ich nicht ganz verstanden, warum. Also es scheint so, umso höher der Kontrast ist, um desto so eine größere Entfernung und Fläche wird mehr oder weniger abgedeckt. Ist der Kontrast schlecht, muss man quasi schon sehr nah genau vor der Linse sein. Allerdings zu nah ran ist auch ein Problem. Dann reagiert er auch wieder nicht. Also anscheinend muss es so noch sein, dass man den Torso gut erkennen kann, dass es zur menschlichen Körpergröße passen könnte. Dass die Kamera aufgrund der Entfernung aber nicht gehandelt kriegt scheint. So, das sind die bekanntesten Apps, die es so gibt. Gut, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es war interessant, auch wenn es heute kein Gerät an sich war. Und ja, wir sehen uns dann wieder, hoffentlich bei einer Untersuchung oder einem der anderen Videos. Vergesst das Liken nicht und Abo wird uns natürlich auch sehr helfen. Und wie immer in der Beschreibung findet ihr alle möglichen kleinen Infos dazu, wie ihr uns auch unterstützen könnt und so, denn Wissenschaft ist nicht billig, aber schwer. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.